Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ein bisschen spät dran, aber hey, besser spät als nie, habe ich mein Fullface aus den ganzen Beautyboxen, die im Januar bei mir eingetroffen sind. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, wie das Ganze in meinem Gesicht zusammen funktioniert, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe nicht so viele dekorative Kosmetikprodukte in den ganzen Beautyboxen drin gehabt, weswegen ich das Ganze natürlich ergänzt habe durch Produkte, die ich ja einfach in meiner möchte ich noch unbedingt ausprobieren Kiste drin hatte. Und Herzstück des Ganzen, liebe Marion, liebe Grüße an dich. Colourpop Tinkerbell Palette, wow, ich habe so Bock drauf, die auszuprobieren, das machen wir zusammen. Ich starte das Ganze aber mit einem Produkt aus einem Adventskalender und zwar aus dem Isana Adventskalender. Das ist die Day Cream and Primer Glow and Shine Geschichte. Ich habe euch die ganzen Produkte auch mal, soweit es sie gibt, unten in der Infobox verlinkt. Das hier ist jetzt tatsächlich ein Primer, wie gesagt, aus der aus dem Adventskalender, ne? 20 Milliliter sind da drin. Und in dem Isana Adventskalender haben wir ja eigentlich auch so Produkte mit drin enthalten, die so Adventskalender-exklusiv sind. Aber es gibt auch Produkte aus dem Standardsortiment von Isana zum Beispiel, die dem sehr ähnlich kommen. Und ich würde sagen, das würde ich dann einfach mal so als Pendant dazu verlinken. Falls ihr im Hintergrund übrigens irgendwelche Geräusche hören solltet, draußen ist der Sturm ever am Wüten. Das sind diese Orkane, die gemeldet worden sind. Da sind sogar die Schulen jetzt heute und ich glaube sogar auch morgen geschlossen worden. Ist echt krass. Bei der Base möchte ich gerne auch tatsächlich bei Rossmann bleiben. Da habe ich hier von Rival Loves mir den Triple Filter Make-up Gedönsen in der Farbe 01 Light Rose. Das war bei uns in Trashosaurus drin. Das ist ja unser Trash-Paket, was ja ein paar Mädels hier auf YouTube sich so zusammen überlegt haben. Und da habe ich mir diese Foundation einmal rausgenommen. Das ist eine sehr flüssige Geschichte und das arbeite ich mir mit einem Pinsel von Fräulein B ein. Auch den habe ich mal irgendwann irgendwo in irgendeiner Beautybox drin gehabt. Und ich würde sagen, die Farbe ist ein ganz kleines bisschen zu dunkel. Ist aber nicht schlimm, weil jetzt gerade ist meine Haut auch am allerhellsten. Ich arbeite die aber mal mit diesem kleinen winzigen Schwämmchen, das ist ja dieser Crash Cosmetics Schwamm, ne, in meine Haut ein. Ja, unter diese Foundation muss ich mir auf jeden Fall derbe Pflege drunter geben und auch einen guten feuchtigkeitsspendenden Primer, weil ich habe ja so eine trockene Haut und meine Haut spannt. Das merke ich jetzt schon. Nö, aber ich finde die ganz gut. Also die kann ich mir gut vorstellen, auch im Sommer tatsächlich zu tragen. Doch, schön. Jo. Die Glossy Box hat sich echt was getraut, denn die haben einen Concealer reingepackt im Januar. Icona Milano Ray of Light Illuminating Concealer. Das ist dieser hier. Ich habe den in der Farbe 02. Also wirklich sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Ne? Weil man weiß halt nie, was für eine Hautfarbe die Person hat, die die Glossy Box so bekommt. Ne? Da kommt nichts raus. Der ist neu. Und ja, gebe ich mir mal einfach unter die Augen. Ja, ne? Ja, ist jetzt eher weniger zum Aufhellen. Die Deckkraft ist jetzt relativ leicht, sodass es jetzt auch nicht so schlimm ist, dass es jetzt halt irgendeine Farbe ist. Also jetzt bei mir tatsächlich, ne? Ich arbeite mir das trotzdem einmal kurz nochmal mit dem Schwämmchen ein. Und wenn ich das jetzt auch so über meine Rötungen gebe, würde ich sagen, ja, komm, minimale Deckkraft, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt der Ultra-Concealer. Aber da bin ich aktuell auch den von Nabla gewöhnt. Der ist halt richtig krass, ne? Also deswegen Regeneration, irgendwas Concealer ist das. Den gibt es bei Purish und mit meinem Code claudiswelt15 kannst du 15% sparen. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, aber ja, genau. Da bin ich jetzt halt aktuell eine etwas andere Deckkraft und auch eine andere Farbe gewohnt. Aber so sieht das Ganze schon recht natürlich aus. Ich mache jetzt tatsächlich schon, bevor ich mich abpuder und so meine Augenbrauen, denn da hatten wir in dieser Purish Mystery Box etwas mit drin, was ich tatsächlich verwenden sollte. Eigentlich sogar, bevor ich meine Foundation und so auftrage, aber ich weiß nicht, wie ich das dann gebacken kriegen soll. Browly Soap Booster ist das. Das ist dieses Produkt, was man halt mit Wasser aktiviert. Das hatten wir auch öfter schon mal letztes Jahr in Beautyboxen und so mit drin gehabt. Und ich hatte das auch schon das ein oder andere Mal da. Man muss sich halt dran gewöhnen, ne? Man hat da immer ein Spoolie mit dabei. Und das ist halt eine Augenbrauenseife. Das aktiviert man einfach, indem man, keine Ahnung, zum Beispiel ein Fixing Spray oder so nimmt. Da habe ich jetzt hier einfach mal eins. Das war in dem Yesterday Adventskalender. Und dann sprüht man das einfach so an. Man kann auch einfach nur das Bürstchen halt nass machen, ne? Nimmt diesen Spoolie und dann kann man sich damit seine Augenbrauenhärchen hochkämmen, in Form kämmen, wie auch immer man sie haben möchte. Das ist immer super schwer zu dosieren, finde ich, weil das halt schnell diese weißen Rückstände macht.
Ich muss mich an sowas immer wieder ein bisschen mehr rantasten, weil eigentlich sind die voll gut, weil die Augenbrauen so toll festhackern. Aber ich habe noch nicht ganz so meinen Groove dazu gefunden. Nee, noch nicht so ganz. Deswegen trinke ich mir erstmal noch einen Schluck Kaffee, bevor ich jetzt auch noch meine Augenbrauen anmale. Denn auch der Maybelline Adventskalender war sehr mutig und hat ein Augenbrauenprodukt reingepackt, weil auch da, du kannst nicht wissen, welche Haarfarbe hat die Person, die den Adventskalender auspackt. Wir gucken mal. Ich habe hier nämlich die Farbe Medium Brown und das ist der Brow Ultra Slim von Maybelline. Und ja, das hat ein Spoolie dran, das hat eine feine Mine dran und damit werde ich jetzt einfach mal gucken, wie ich mir da was zurechtgezaubert bekomme. Ich glaube, das werden jetzt auch relativ ja, leicht betonte Augenbrauen werden, weil ich ja halt schon was in den Augenbrauen drin habe und da jetzt nicht unbedingt Farbe so richtig reinkriegen werde, ohne dass sie klumpig aussieht. Also das ist, glaube ich, echt so eine krasse Übungssache. Wow, irgendwas fliegt da echt gerade durch die Gegend. Und deswegen versuchen wir das Ganze mal. Sieht schon ein bisschen anders aus, wie ich mir das normalerweise mache. Die Farbe passt aber recht gut. Ich finde es trotzdem ziemlich befremdlich so ein Stück weit, ne? Aber gut, ja, dann mache ich mir heute halt mal so richtige Bushy Brows. Aber den Unterschied sieht man definitiv, ne? Sieht nicht schlecht aus. Ja, also, ne, lässt sich auf jeden Fall was Interessantes mit zaubern, weil ich mag es eigentlich auch ganz gerne, mal neue Techniken auszuprobieren. Und das ist eine definitiv ganz neue Technik für mich gewesen, zumal ich hier auch einfach anders malen musste. Normalerweise brauche ich so 2 Minuten für meine Augenbrauen. Jetzt habe ich 20 Minuten gebraucht. Ja, aber das Ergebnis ist interessant. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Zwischendrin mal kurz eingeworfen, ein Nagellack, das ist hier von Munte einer, der war in einer Goodiebox von mir mit drin und wenn man den in einer Schicht aufträgt, ist der viel, viel heller als das Kirschrot, dieses ganz, ganz dunkle Kirschrot, was man hier sieht. Ich habe diese Farbe erreicht auf meinen Nägeln, indem ich mir so 3-4 Schichten tatsächlich aufgeben musste. Das Problem, was ich bei dem Nagellack hatte, der hat echt nicht lange gehalten. Also schon nach 2 Tagen ist der bei mir leider abgegangen. Und bei mir sollte Nagellack echt eine Woche halten. Ne? Ich meine, gut, ich bin oben gerade am Renovieren und so weiter. Trotzdem möchte ich schon, dass Nagellacke bei mir ordentlich lange halten. Und das hat der leider nicht hingekriegt. Deswegen wird der dann auch weiter wandern. Einfach in einem Trash-Paket oder so oder an eine Freundin. Ich weiß nicht, wo ich diesen Blush-Stick her habe. In der Farbe Trippin' habe ich nämlich einen Match-Sticks von Fenty Beauty. Oder ja, von Fenty Beauty, ne? Das ist so eine Art Blush-Lighter, ne? Weil du hast hier sowohl diese goldene Geschichte mit drin, als auch halt diesen Peachy Blush. Ich nehme gerne Creme Blushes über meiner Foundation und unter meinem Puder. Trage das dann einfach so auf meinem Pinsel auf. Auf dem Foundation-Pinsel ist es ja eigentlich, gut, der hier ist jetzt nicht ganz so fest gebunden wie normalerweise Foundation. Foundation-Pinsel, was ist denn hier mit meiner Stimme los? Und dann trage ich den einfach hier auf meinen Wangen auf, weil ich mag das nicht so gerne, direkt den Stick so über mein Gesicht zu ziehen, weil ich das dann nicht so gut dosiert bekomme. Aber hier kriegst du auch nicht viel drauf, ne? Hm. Boah, draußen geht die Welt unter, Leute. Ich sag euch das, das ist der Wahnsinn. Uns ist eben ein Zaunelement weggeweht. Das musste mein Freund dann nochmal fixieren. Super, läuft bei uns, ne? Ich finde diesen, oh Mann, ich habe heute Sprachprobleme, diesen Blush-Stick tatsächlich trockener als so manch ein anderer Stick-Blush, den ich sonst so verwendet habe. Der ist aber auch wirklich, man sieht es jetzt hier auch auf der Haut, ne? Eine Kombi aus Blush-Stick und Liquid-Highlighter, würde ich sagen. Und dann passt das schon wieder, weil auch Liquid Highlighter finde ich persönlich immer beim Auftrag relativ trocken, auch wenn es halt Liquid Highlighter sind, ne? Ja, aber so sieht das dann aus und ich finde, dass es einen schönen Glow from Within geben kann und dass es auch einen schönen leichten Blush-Effekt gibt. Ich weiß nicht, ob dieses Peachy so meine Welt ist, aber das muss ich gleich noch in Kombi mit den ganzen anderen Produkten sehen, zumal ich ja auch nachher noch Puder, Blush und Puder Highlighter immer on top gebe. Ich mag aber gerne so Liquid-Produkte, um die Haltbarkeit zu verlängern und um ja halt dieses Natürliche nochmal irgendwie zu verschärfen. Das hört sich total verrückt an, weil man kleistert sich ja nochmal eine Schicht mehr drauf. Aber im Prinzip vom Ergebnis nachher, auch wenn man das so in einer realen Welt sieht und nicht unbedingt in der Kamera so, ne, sieht das wirklich besser aus. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich ja auch gerne an euch so weitergebe, ne. Liquid-Kram ist drauf, dann mache ich mir immer gerne eine Lippenpflege drauf und hier habe ich, wo war die denn drin, in der Look Fantastic Beauty Box von Skin Chemist so ein sackenteures Lippenprodukt gehabt, Rose Quartz Youth Defense Lip Plump und das würde ich jetzt einfach mal so als Art Lippenpflege mittendrin verwenden, ne.
Dekadenz lässt grüßen und ja, sowas verwende ich halt immer, nachdem ich halt quasi meine flüssigen Texturen auf mein Gesicht aufgetragen habe. Einfach um ein bisschen Lippenpflege zu haben. Und wir können mal gucken, ob das wirklich Lip Plumping machen würde. Alles dieses Minzzeug, ne? Ja. Als würde ich mir ein Kaugummi hier jetzt drüber reiben. Mag ich persönlich lieber, als wenn man jetzt diese Chili-Viecher hat, ne? Jo. Aber es ist schon mal so eine schöne Lippenpflegegeschichte mittendrin. Mag ich gerne leiden. Jetzt pudern wir die Geschichte mal so ein bisschen ab. Da habe ich hier aus einem Adventskalender von By Terry dieses Hyaluronic Tinted Hydra Powder in der Farbe 1 Rosy Light. Das ist ein Produkt, was ich mir gerne... Oh, das kommt hier schon raus. Habe ich super gemacht. Was ich mir gerne mit einem Schwämmchen auftrage eigentlich. Und dann halt vorsichtig unter die Augen gebe. Einfach, damit der Concealer besser hält. Der Concealer creased übrigens nicht so wirklich bei mir, ne? Das ist schon mal eine ganz gute Geschichte, weil der hat keine Deckkraft. Und wenn er jetzt noch creasen würde, dann wäre das ja quasi sowas von kontraproduktiv. Dann könnte man da ja gar nichts mehr mit anfangen. Und für den Rest meines Gesichtes verwende ich auch aus einem Adventskalender By Terry Hyaluronic Pressed Hydra Powder. Das ist dieses hier. Habe ich in einem Adventskalender, wie gesagt, drin gehabt. 2,5 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist einfach ein Mini davon. Die gibt es ja auch in groß. Aber für mich ist es gar nicht so verkehrt. Ne? Wenn du die Minis hast, dann kann man halt viele verschiedene Produkte halt ausprobieren, austesten, wie auch immer. Und das ist wirklich noch neu. Hier ist eine Folie drauf. Genau. Finde ich gut. Nehme ich einen Pinsel. Hier von Nire, der war mal irgendwo in der Goodiebox drin oder so. Und damit pudere ich jetzt mein komplettes Gesicht ab und wische quasi das überschüssige lose Puder, was noch unter den Augen ist, so ein bisschen weg. Ein solides Puder, ne? Aber ich muss sagen, dass ich da auch welche von Catrice und Essence und so weiter habe, die mindestens genauso gut funktionieren, ne? Also ja, da brauchst du jetzt nicht so ein super teures Vieh für. Macht aber ein schönes Hautgefühl und meine Haut fühlt sich jetzt tatsächlich nicht mehr so trocken an, abgepudert, wie als sie sich angefühlt hat, als ich nur die Foundation und den Primer drauf hatte. Das ist sehr weird, weil hier ist ja auch Hyaluronic irgendwas Gedönsen dran, drin, drum, keine Ahnung. Da soll wohl irgendwas mit Wasser drin sein. Okay, und die Sonne kommt raus. Woo! Ebenfalls aus Trashosaurus habe ich hier von Milani den Bronzer, Baked Bronzer in der Farbe 09. Dolce. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert in meinem Gesicht. Ja, Bronzer nimmst du halt so ein bisschen, um das Gesicht aufzuwärmen, ne? Nehme ich halt auch wieder den großen Pinsel hierfür. Der hat ja auch ein bisschen ist immer so mein Lieblingswort, ne? Schimmerpigmente mit drin. Und dann trage ich mir den einfach mal so ein bisschen auf. Der ist gebacken, aber irgendwie gibt der halt super viel Produkt ab. Also der ist sanft gebacken. Sehr pudrig, aber das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und ich finde auch, dass die Farbe passt. Oh, Sonne, hallo. Wir müssen warten, dass da gleich eine Wolke wieder vorkommt, aber trotzdem genieße ich es kurz noch mal. Ich kann es nicht anders sagen. Ich mag das gerne leiden. Also ein schönes Bronzing-Puder, was ich farblich einfach passend finde. Ein bisschen hell, ein bisschen gelbstichig, aber für mich persönlich und meinen Hauttypen, also Hautton, der perfekte Bronzing-Ton. Mag ich. Und dieses Browly-Zeug, weiß ich nicht. Das ist nicht so festtackernd, wie ich das normalerweise kenne. Zum Beispiel von meinem Essence mit Merve Lamination-Gedönsen. Ne? Weil die Augenbrauen, die fallen halt immer wieder runter, wenn ich hier oben natürlich herwusel mit dem Pinsel. Und dann kämme ich mir die immer wieder hoch. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte, oder? In einem Mannflug von Wahnsinn habe ich versucht, das jetzt mit dem anderen Augenbrauen-Gel nochmal zu toppen. Und es ist voll in die Hose gegangen. Macht das nicht, Leute. Macht das nicht. Weil die Sonne leider immer heller wurde und genau in mich reingescheint hat, also kann man das so sagen? Nein, in die Kamera gedünsten, ne? Musste ich jetzt leider die Rolle entschließen, ja. Ich habe auch zu dieser Tinkerbell-Geschichte den passenden Blush bekommen. Mega cool! Super Shock Cheek Colourpop gedünsten. Tinkerbell Magic Moon ist da wohl die Farbbezeichnung und zieht euch mal rein, wie extrem schön sparkly parkly dieses Verpackungsdesign ist. Also Marion, du machst damit mein Herz sehr froh. Und da bin ich jetzt gespannt drauf, wie das so ist. Der ist auf jeden Fall Shimmery Pimmery, das passt auf jeden Fall. Und dann nehme ich jetzt auch wieder den gleichen Pinsel. Ist, glaube ich, sogar ja ein Blush-Pinsel von Nire. Oh, der passt perfekt jetzt auch. Weil der Fenty Blush auch sehr, sehr ähnlich dazu war. Mega cool. Und da habe ich jetzt ein bisschen Feenstaub und kann gleich durch die Gegend fliegen. So der Plan. Oh, das ist eigentlich ein Creme Blush.
guck mal, da müsste ich eigentlich mit einem festgebundenen Pinsel sogar reingehen und nicht mit so einem. Sprich, eigentlich müsste ich meinen Foundation-Pinsel dafür nehmen. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es ein Cream Blush ist, ne? Gut, jetzt mache ich Cream Blush auf schon abgepuderte Base, aber eigentlich müsste das ja auch funktionieren, oder? Stehe ich volle Elle drauf. Hätte nicht sein müssen, weil das ja natürlich ungefähr der gleiche ist wie der von Fenty, nur halt in intensiver, aber viel intensiver. Nee, aber der wird pudrig auf der Haut. Da kann man sich nicht beschweren. Ich habe jetzt mega viel Glow drauf. Egal, es gibt noch einen Highlighter und zwar habe ich den aus dem Essence Adventskalender. Hat der überhaupt einen Namen? Essence Highlighter. 4,5 Gramm. Das ist einfach dieser hier. Der müsste jetzt ein bisschen dunkel sein. Passt aber vielleicht genau jetzt auch zu dem Blushlight, den ich hier drauf habe. Da sind auch einfach so eingeprägte Sterne drin, ne? Das ist so wunderschön. Ja, das passt farblich 1A. Das ist genau die Farbe. Wow, Gold, ne? Gold bin ich eigentlich überhaupt nicht der Fan von, was Highlighter angeht, weil das für mich persönlich einfach zu dunkel ist. Aber es passt jetzt einfach gerade zum Look. Ich habe ausgefallene Augenbrauen, ich habe mega krass Blushlight und so, ne? Da passt das jetzt einfach zu. Ja, kannst du nichts zu sagen. So, wir mussten gerade tatsächlich das Zaunelement etwas sichern draußen. Ich mache aber jetzt einfach mal ein bisschen munter weiter. Und zwar habe ich jetzt hier die Tinkerbell Sprinkle a Little Magic von Colourpop Palette. Die ist so extrem schön. Ich finde, Tinkerbell ist großartig und ihr hört auch jetzt die Jalousien rattern, ne? Krass. Und hier haben wir dann einmal die Palette an und für sich. Und ich habe die Palette auch gerade mal so ein bisschen geswatcht. Weil ich mache ja auf Instagram immer Close-Ups, wo ich dann auch die Palette und die Swatches zu zeige. Was ist das bitte für eine wahnsinnig geniale Qualität mal wieder? Ich mag es einfach, ne? Also hier hätten wir ja theoretisch so einen Setting-Ton. Dann haben wir hier was für die Lidfalte. Das ist ein Ton, den ich mir gleich aufs komplette bewegliche Lid geben werde. Das ist ein Ton zum Verdunkeln. Die Schimmertöne sind super cremig und einfach exorbitant krass. Und ich freue mich schon drauf, falls und wenn und wie auch immer Colourpop mal irgendwann zu Purish auch kommt. Ich starte jetzt auch tatsächlich schon mit dem Setting meines Lides und nehme hier den Ton Second Star und gebe mir den auf mein komplettes bewegliches Lid und auch das unbewegliche oben drüber, um so eine kleine Grundlage zu schaffen. Dann packe ich mir natürlich wie angekündigt den Ton Sleep, das ist dieses extrem schöne Apfelgrün, auf mein bewegliches Lid. Wirklich ein wunderschönes, sattes Grün. Natürlich erinnert mich die Palette auch ein bisschen an die The Mandalorian The Child Palette. Trotzdem, das ist 1A. Jetzt schon, zwei Töne und die Swatches halt, ne? Mit dem Ton Big Magic, das ist so ein etwas, ja, das ist eigentlich so ein richtig klassischer Transition Shade, der auch ein bisschen aschiger ist, blende ich mir den grünen Ton einfach ein bisschen nach oben hin aus. Dann nehme ich mir hier dieses dunkle Grün, das ist Awake, den setze ich mir an dem unteren Wimpernkranz ungefähr bis zur Mitte. Ich habe mir den auch so ein bisschen hier noch hochgezogen, um das Auge so ein bisschen zu liften oder wie auch immer, ne? Und dann nehme ich wieder Sleep, das ist dieses Apfelgrün und den setze ich mir innen hin. Also nicht innen, sondern also unten in die innere Hälfte, kann man das sagen? Ich glaube schon. Jetzt nehme ich mir den Ton Tink auf, das ist dieser hier und gebe mir den auch auf mein bewegliches Lid. Die sind einfach ultra cremig, diese Töne. Und genau, platziere den hier über dem Grün. Das funktioniert noch besser, wenn man das mit dem Finger macht, weil das einfach so cremige Töne sind. Dann kriegt man den einfach besser aufs Auge. Das innere Drittel lasse ich mir aber ein bisschen frei, weil da kommt gleich noch der Wow-Effekt. Weil da hatten wir in der Purish Mystery Box dieses Denise Myricks Color Fix in der Farbe Creams drin. Das ist dieses Liquid Eyeshadow Produkt. Und die Produkte von Denise Myrick sind ja ganz neu eingezogen. Das ist jetzt der Farbton Ballerina. Gebe ich mir so ein bisschen auf meinen Handrücken. Und der hat Sparkles, Leute. Das ist der Wahnsinn. Also der scheint so richtig und den kann man sich halt entweder solo auftragen oder man kann es auch nochmal toppen mit Lidschatten. Da muss ich gucken, was ich einfach gleich besser hinbekomme. Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, den ich eben hier auch verwendet habe, um den Lidschatten aufzutragen. Und gebe mir das Produkt in mein, wow, inneres Drittel, wie so eine Art Cut Crease.
Ja, die Cut Creases von heute werden tatsächlich mit Liquid Eyeshadow gemacht, scheinbar. Denn das funktioniert so einfach und das sieht extrem schön aus. Man sollte jetzt echt nicht, ne? Die, also, reden, Claudia. Ich habe Schlupflider, deswegen muss ich zusehen, dass ich das Lid hier auch straff halte, damit das Ganze trocknen kann. Alternativ kann man natürlich sagen, ich sette das jetzt direkt mit Lidschatten, weil das sieht zwar wunderschön aus und ich glaube, wenn ich auch diesen grünen Look so nicht hätte, würde das auch solo auf dem Lid sehr gut aussehen. Ich möchte es aber ganz gerne tatsächlich auch noch... Für mich gerade so ein bisschen ein bisschen dann toppen mit Lidschatten und da verwende ich jetzt die Farbe Pixie Dust und ich weiß nicht, ob ich auch noch Small Fairy mit reinnehme. Oh, das sind die beiden Farben. Muss ich mal gucken. Das ist jetzt alles Experimentieren für mich. Also erstmal nehme ich dieses ganz helle grüne Pixie Dust mit dem Pinsel auch auf, mit dem ich mir gerade quasi die Half-Cut-Crease gezogen habe und tupfe hier so als Art Übergang die Farbe drauf. Vielleicht funktioniert das ja, weil das sieht so schön zusammen aus. Krass, ey. Das schimmert und funkelt und ist gerade endgeil. Wow. Und Small Fairy, also diesen goldschimmernden Ton, gebe ich mir dann in den in das ganz innere Drittel. Wow. Ich atme hier kaum, weil ich das einfach gerade wirklich atemberaubend finde und einfach richtig geil. Also das funktioniert so schön. Ein ganz kleines bisschen noch in den Innenwinkel, da ist ja nicht irgendwie was vorbereitet oder so. Einfach um da so eine Art Highlight auch noch zu schaffen, ne? Aber eigentlich ist der Ton dafür so ein bisschen zu dunkel, zu gold. Boah, krass. Ich mag's. Ich mag's voll. Und das harmoniert einfach auch mit diesem goldenen Highlighter, den ich habe. Also krasser Look, mega schöner Look, mag ich gerne Leinen-Look. Ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner, weil ich finde, das gehört zum Look dazu. Da habe ich jetzt von Ayeko den Black Magic Liquid Eyeliner. Das ist dieser hier, der war auch irgendwo in der Box mal mit drin oder im Adventskalender. Das hier dürfte aber jetzt einfach nur der mit der... Nein, es ist mein Lieblings-Eyeliner. Ja, es ist mit einer Pinselspitze. Ich liebe ihn. Er ist einfach grandios. Oh, Gott sei Dank, es ist der. Heute möchte ich mal so ein bisschen tiefer diesen Eyeliner haben, damit der Augenlook irgendwie noch voluminöser wirkt, weil wenn ich jetzt mir die Wimpern auch noch tusche dann, und hier halt diesen Strich habe, dann wirkt das Ganze ein bisschen, ihr werdet das gleich sehen, es ist schon ziemlich krass. Also ja, ich mag den Black Magic Eyeliner von Ayeko einfach richtig gerne und ich bin gerade sehr froh, dass ich den jetzt wieder habe, weil der ist mir letztens erst leer gegangen. Auch das hatte ich mal irgendwo in einem Trash-Paket mit drin. Ich weiß nicht, ob Liliana mir das reingepackt hatte. Bare Minerals, das Dew Mist. Das macht so ein dewy Finish, also halt so ein bisschen saftiger quasi. Hat aber einen bösen Sprühstoß, das weiß ich noch von meinem, denn ich hatte das auch schon mal. Das spuckt so ein bisschen, muss man weit weghalten. Die Goodie-Boxen hatten ganz schön viele Sachen mit drin, zumal ich ja die, ich habe sehr viele Goodie-Boxen ausgepackt, oh mein Gott, ja. Da war ja auch eine Dezember- und November-Variante dabei, die Welcome-Box. Ich glaube, das war ein Vierfach-Unboxing oder Dreifach-Unboxing, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall hatten wir von Manakata Beauty den Lash Extending Primer 2.0 hier mit drin. Und ja, da werde ich mir jetzt erstmal einen Lash Primer aufgeben, damit wir nachher ein noch krasseres Ergebnis bei den Mascaren haben. Das ist mal ein Kavemsmann. Guckt euch mal dieses riesige Bürstchen an. Also ich kenne ja schon, also, ne, das mal in Relation. Das ist krass. Na, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, denn der ist schon sehr schmierig, ne? Und der macht hier so überall Tröpfchen hin. Finde ich persönlich jetzt eher unpraktisch, denn, die muss er ja jetzt erstmal wegmachen, um deine Foundation und deinen Concealer-Gedöns und so nicht zu versauen, ne? Zwei Mascaren haben sich in den Goodie-Boxen versteckt und zwar, ich glaube in der Welcome-Box hatte ich von Benefit die Roller Lash Mascara. Hier sind 3 Gramm drin enthalten. Das ist, gucken wir uns gleich die Bürstchen an, ne? Und die Grün Mascara Extreme Volume, das ist diese hier. Die war in der Vegan Beauty Basket. Entschuldigung, da vertue ich mich gerade. Vegan Beauty Basket Goodie-Box. Ein Kunstfaserbürstchen bei der Grünmascara und dann haben wir das bekannte Gummibürstchen bei der Roller Lash Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Meine Damen und Herren, sehen Sie hier The Power of Mascara. Was kann Mascara aus Ihren Wimpern rausholen und was kann sie nicht rausholen? Also ja, die Benefit Mascara hat gemacht, was ich von ihr erwartet habe, weil ich die ja auch schon da hatte und kenne, also die offensichtlich, ne? Da ist nicht so viel passiert, weswegen ich selbstverständlich bei der grünen Seite noch ein bisschen Benefit Mascara drüber geben werde, weil ich möchte mich ja, also ich möchte ja nachher noch ein paar andere Videos drehen, ne? Bin ich ja ehrlich. Ja, eindeutig, oder? Und zack, habe ich jetzt auch auf beiden Seiten wirklich Wimpern, ne? Ja, der Primer, also der Mascara Primer hat jetzt meiner Meinung nach nicht allzu viel da zu melden gehabt. Also ich hätte auch dieses Ergebnis ohne den Manacadara Primer erzielen können, ne? Definitiv. Und ja, deswegen, das ergibt für mich keinen Sinn, dieser Lash Primer. Genauso wenig wie diese Mascara für mich Sinn ergibt, weil das einfach bei mir kein Ergebnis im Prinzip macht. Um diesen Look jetzt zum Abschluss zu bringen, haben wir noch zwei Produkte vor uns. Das ist einmal ein Sandstone Intense Care Lipstick Special Edition. Und ich weiß gar nicht, welche Farbe haben wir denn hier? Müssen wir gleich mal schauen, ne? Der war in der Goodiebox mit drin. Und ja, ne? Also hier würden jetzt eigentlich auch relativ natürliche Lippen oder ein Easy Peasy Lipgloss zu passen. Soft Touch ist hier die Farbbezeichnung. Und ja, der ist ein bisschen eingeditscht, aber auch das Nude, ne? Wird jetzt wohl ganz gut passen, würde ich mal so behaupten. Tatsächlich, das ist so ein bisschen mein Lips But Better Ton, aber ein bisschen in oh, schön, auf den Lippen, angenehmes Gefühl tatsächlich. So ein bisschen auch noch ein bisschen kühler, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und Trashy hat mir dieses wunderschöne Parfum von Nihan gebracht, Queens United. Das möchte ich mir jetzt einfach so als krönenden Abschluss einmal noch ein bisschen auftragen in intensiver Art und Weise. Ist eher so ein Abendduft, aber sehr süß, sehr angenehm. Für mich persönlich perfekt. Ich liebe solche Düfte, ne? Oh, geiler Duft. Also das finde ich klasse, dass wir das auch in Trashy drin finden konnten. Und ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. Mir gefällt fast alles an dem, was so in meinem Gesicht ist. Brownie und ich, wir werden einfach keine Freunde mehr. Die Mascara von Grün und ich auch nicht. Genauso wie der Mascara Primer. Das ist auch nicht meine Welt. Ansonsten, ja, also diesen Fenty Beauty Blush Stick hätte ich nicht gebraucht, weil ich jetzt ja diese Tinkerbell-Geschichte drauf habe, die ich enorm geil gerade finde. Und ja, alles andere, auch die Foundation gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt ein tolles Gefühl. Ich fühle mich wohl und das ist eben eigentlich auch die Hauptsache beim Schminken oder wenn man sich nicht schminkt, man sollte sich wohlfühlen, ne? Und das ist das Einzige, was zählt. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Fullface Beauty Boxen aus dem Monat Januar. Es ist bald schon Ende Februar. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!